So, da geht's auch schon weiter. Nächste Folge und so, ne? Schmeißen wir die Waffe erstmal weg. Und nehmen uns diesen wunderschönen, geilen Helikopter, der garantiert nicht lange leben wird. Weil das ist meistens so mein Glück. Besonders wenn ich hier mit Helikoptern und so weiter losfliege. Aber egal. Die Frage ist jetzt, ist das nur eine normale Lagerhalle oder ist das hier ein Vorposten von Diravelski, Diravello, also mit Schlawutzki und so, weiß Bescheid. Ich mach das immer zur Vorsicht, ne? Oh ja, auch nicht. Muss ich aber trotzdem mal ganz kurz hier in die Lagerhalle reingucken. Ach, guck mal. Haben die ganz kacken Dreißarme am Panzer stehen. Los, finde den Rebell. Er darf nicht entkommen. Ich glaube, es hat. Kampf hoch. Ja. Oh, jetzt können wir auch. Sie wollten es nicht anders, es tut mir leid, aber nie weh. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Das haben sie sich selber zuzuschreiben, so. Das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Ganz einfach, da. Ja. Ich glaube, wir hätten das so easy haben können, aber nö. Wenn man sich unbedingt mit dem Kegel anlegen will, bitteschön. Hier ist irgendwo ein Sammelobjekt. Moment. Vielleicht hier oben drauf. Scheiße. Ach Gottchen. Sehr gut versteckt. Tag 1492. Seit meinem letzten Eintrag ist viel Zeit vergangen. Der Haftbefehl gegen Duschko ist ausgestellt, wird aber nicht vollstreckt. Die Polizei hat bei der Durchsuchung von De Lucas Haus keine Hinweise auf dessen Aufenthaltsort gefunden. Seitdem liegt die Akte... Was zum Teufel ist da draußen los? Bitte komm! Wir kommen, die stehen ja auch gerade so günstig. Passt sich an sehr gut. No. Kegel räumt den Haken auf. Was? Nö, ich habe nichts gesagt. Alles gut. So. Okay, das sieht mir aus, als wenn das die Basis ist.
Und hier müsste dann eventuell die Stadt sein. Dann würde ich sagen, wir fliegen da erstmal rüber. Und wir werden mal sehen, was uns da jetzt erwartet. Ah ja. Das wird auch garantiert wieder eine Stadt sein, wo ein Überwachungssystem drin ist. Was? Mann, hier. Wie habe ich denn das gemacht? Ich frag gar nicht. Scheiße. Mist, nicht getroffen. Das war der Propaganda-Van, also bitte nicht wundern. Ja. Gut, die Rakete ist mir jetzt gerade nur ausgerutscht. Ne? Das passiert natürlich auch zwischendurch mal. Ne? Ich müsste eigentlich gleich hier so in die Polizeistation durchdienen, ne? Was? Was? Machen wir. So, kommen wir ein Stückchen zurück. Perfekt. Und die Wände nehmen wir auch dann noch so ein bisschen mit. Was kaputt ist, ist kaputt, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Oh, ich bin jetzt auf Platz 5. Ich kann dann immer wieder hier Spacken von der Polizeistation ins Feuerwehr reinlaufen. Ist ja nicht schlecht, ne? Na ja. Kann man ja mal so mitgehen lassen, ne? Die Army-Schweine haben eine Geisel auf dem Rücksitz. Übernimm den Wagen und bring sie in Sicherheit. Ja, nee, sorry, gerade ein bisschen schlecht, weil ich ja derbe am, ne? Und so. Du weißt Bescheid. Macht irgendwie Spaß, jetzt hier mit so Raketen in die Polizeistation reinzuschießen. Gefällt mir irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Keiner kann mir sagen, warum das so geil ist. So, 15 Kills. Ja, das ist ja, ne? Fast 16 sogar. Mensch. Kann man ja durchgehen lassen, ne? Mal eine Rakete hin. Er hatte keine Chance. Ein Propagandaplakat auch gleich noch mitgenommen. Perfekt. So.
Stratege räumt die Bude auf. Und das nicht nur zuverlässig, sondern auch schnell. Naja, schnell sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen zu lange hier an der Dingens dran, aber egal. Das sollte ich vielleicht lieber lassen. Was denn? Haben wir jetzt einen Zivilisten getroffen? Ja gut, also die müssen aber auch aufpassen, wenn ich hier mit dem Raketenwerfer und dem Helikopter rumfliege, da kann das schon mal passieren, dass, ne? Und so. Da sollte man mal ein bisschen Obacht geben. Mit Schund muss man ja rechnen. Scheint es aber soweit alles im Grün zu sein. So, das Fahrzeug war mir gerade noch im Weg. Ja, pass mal auf, wir gehen jetzt erstmal runter. Das war scheiße. Aber egal. So, komm, wir machen. Huch! Ruhe ist bitte! So, hier, zweite Medaille auch noch. Perfekt. Ey, 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 ey. Lass mich ja mal bitte aus dem Spiel. Das war alles mein Helikopter. So. Ich war das nicht. So. Nicht auf dem Dach landen. Dankeschön. Sehr alle freundlich. Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Jawohl. So. Also da scheinen drei Anlagen zu sein. Da drüben ist noch eine. Auf dem Dach ist komischerweise gar keine. Verlassen. Sechs Monitore? Ach du Scheiße! Sechs Stück! Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Ich würde sagen, wir starten ruhig hier ganz hinten. Oh Gott, hoffentlich schaffe ich das gleich beim ersten Mal. Nee, Moment. Hammer gleich. Ja. Drück mal die Knöpfe. Wunderbar. Sehr gut. Wunderschön. Freut mich sehr.
Dieses Überwachungssystem wäre kaputt. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Naja. So, warte mal, wir hatten doch hier unten irgendwo gerade. Sind wir hier nicht irgendwo den Capitano, den Stavutski, also den. Die Zielperson ist nicht mehr hier. Gesetzt wird. Ich dachte eigentlich, ich hätte den jetzt hier gesehen, aber. Jetzt gerade, wo ich hier auf das Dach gegangen bin, hatte ich hier im unteren Bereich so ein rotes Warnsymbol. Ja, toll. Boom, Baby. So, lass mich nochmal ganz kurz hier gedingsen. Also, den Captain, den Propaganda-Van und zwei Lautsprecher und das eine Propaganda-Plakat. Alles da. Dann markieren wir uns das mal fix. Oh, das ist ziemlich gefährlich. Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Rico Malito Popo, ach, was weiß ich. Strapuzki. Na, also weißt du, da sollte man sich drüber Gedanken machen. Das wäre besser. Danke. Sehr freundlich, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Sag mal, was hier los ist, dann wissen wir alle ein bisschen mehr. Seht euch das an. Geil, wa? Kannst du mal gucken. Ich mach alles kaputt. Konvoi-Rettung? Nee, gerade nicht. Ist leider gerade nicht so direkt möglich. Ja gut, so geht's natürlich auch. Wunderbar. Hallo? Sichtkontakt. Hä? Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Es ist. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Hallo, gehst du da mal bitte hoch, du Spacken? Meine Fresse. Immer schon unten an der Kante hängen bleiben und wieder runterfallen. Perfekt. Du dumme Arschgrütze, du. Ja, machst du schon wieder. Zieh die... Oh, Rico! Mann! Soll ich dir eine Zeichnung anfertigen oder was? Zurück auf eure Posten. Was tust du? Wie komme ich am besten auf das Dach drauf? Das weiß ich nicht. Hab das noch nie gemacht. Boah. Ist ja schlimm. Was ein Durchspattel. Ja. Der nächste, bitte.
Ja, gut. War geplant. Wunderbar. Ja, jetzt brauchen wir noch das, den Autowagen, ne? Und wenn wir den haben, brauchen wir nur noch die Flagge hissen. Müssen wir bloß wissen, wo diese verflutschte Karre rumgedingst ist, ne? Und du brauchst da hinten gar nicht so dumm zu gucken. Entschuldigung. Da war nur, weil der mich so dumm angeguckt hat. Und du auch. So. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Los, findet den Rebell. Er darf nicht entkommen. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass dieser Propagandawagen gerade sich verzwiebelt hat. Also, dass er weg ist. Und nicht mehr wiederkommt. Ziel verloren. So. Passiert, ne? Naja, Willen des Volkes, alles gut. Ich folge mit. Tja. Oh, weißt du, oben aus dem Helikopter den noch so gut gesehen, hab den auch eigentlich abgeschossen. Hat aber irgendwie nicht gezählt. Und jetzt passiert gar nichts mehr. Jetzt ist der Wagen weg und ich finde ihn nicht mehr wieder. Das ist doch toll, oder? Besser kann es doch nicht funktionieren. Der Propagandawagen ist weg. Sag mal. Muss ich die Stadt jetzt nochmal extra verlassen, damit dieses scheiß Fahrzeug jetzt aufploppt oder was? Ja, perfekt. Also ganz ehrlich, ich komme mir hier so ein bisschen verarscht vor. So, jetzt versuchen wir das nochmal mit dem Helikopter. Ja, aber nicht, oder? Nee. Guck mal, der hier vorne könnte es sein. Okay, der war's nicht. Scheiße. Oh, Mann. Alle Einheiten hierher. Ich wiederhole. Alle Einheiten hierher. Da ist ein feindlicher Spion drin. Gut gemacht, der Killer. Ja, geil.
Haben wir so nebenbei hier eine Nebenmission gemacht. Was willst du mehr? Was ich gerne noch möchte, wäre jetzt hier mal diesen dieses Propaganda-Auto-Fahrzeug Gedings zu also, ne? Das wäre mir wirklich ein großes Avec-Plaisir. Das Fahrzeug ist es auch nicht. Och, Leute. Schenkt mir Kraft für diese letzte Sache. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Ist denn das jetzt? Nee, das war er nicht. Das auch, Alter. Ich mach jetzt einmal alles kaputt, was mir zwischen die Gedanken ist. Sie ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Ja, ja, mach mal. Wo ist dieser scheiß Propagandawagen? Das sind die auch nicht. Normalerweise die Propaganda-Autos, die fahren immer nur hier im Stadtbereich umher. Genau deswegen wundert mich das ja, dass hier jetzt im Gebiet der Stadt überhaupt nichts weiter rumfährt. Das kann nur ein Bug sein. Ja komm, den Bus nehmen wir auch noch mit. Ja. Hier Zentrale. Jetzt habe ich auch meinen Stolz. Hey, komm, wir fliegen mal kurz aus der Stadt raus, Alter. Ich hab... Also mir vergeht schon wieder echt die Lust an dem Spiel. Da fühlst du dich so verarscht. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Das ist doch nicht normal. Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. So. Wie sieht's aus? Taucht der Autowagen jetzt auf? Ich bin jetzt aus der Stadt raus gewesen, ne? Irgendwie gerade nicht. Ein normales Fahrzeug. Das ist es auch nicht. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Oh, die wollen mich hier wohl nicht. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. So, ja, ging es nicht anders. So.
ein Mann. Die Person ist entkommen. Haltet die Augen offen. Oh, Alarmstufe 5. Die wollen mich wohl hier nicht, wa? Soll ich mir aber... Wir schicken einen Helikopter ins Zielgebiet. Ja, ja, mach mal. Ja, komm, ich sterbe sowieso. Aber vielleicht ploppt da jetzt endlich mal dieser scheiß Fahrzeugwagen-Gedings auf. Sichtkontakt sofort wieder her. Mann! Hey, nice! Dass dieses Fahrzeug überhaupt nochmal auftaucht, ist ja echt Wahnsinn. Ich hab schon gedacht, das wird nichts mehr hier. Himmel, Arsch und Zwirn. So. Meine Güte. Oh, ja gut, nebenbei dann noch in der Dings da ein bisschen Randale gemacht, also von daher lassen wir es mal so durchgehen. Zweite Ansiedlung befreit. Hooray, hooray. So, und hier haben wir jetzt zwei Garagen zur Verfügung. Was ich nur ein bisschen dreist finde, dass hier jetzt nichts weiter angezeigt wurde, obwohl ich ja schon in dem Gebiet drin war, ne? Auch gerade mit dem Helikopter. Das finde ich jetzt ein bisschen dreist. Muss ich ja mal ganz ehrlich jetzt hier gesagt haben, sein Tun und so, ne? So. Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, dass wir uns, ja, also ich sag mal so, ein Dings müssen wir sowieso noch finden. Das hier vorne ist die große Basis, das ist ja schon mal klar wie die Kloßbrühe, ne? Und hier vorne ist dann noch ein kleiner Vorposten. Die Frage ist jetzt nur, wo befindet sich der letzte Vorposten, den wir noch finden müssen? Ist der vielleicht hier vorne? Oder doch hier? Oder vielleicht auch hier, es könnte auch sein. Ich werde da mal ganz kurz gucken gehen. Leute, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.